Berlin-Mitte, ein Stadtteil in Bewegung. Mit dem Fall der Mauer 1989 kam der Wandel. Klaus Bedeker kennt hier so gut wie jedes Haus. Mehr als 25 Jahre hat er Fassaden in Berlin-Mitte fotografiert. Die stetige Verwandlung des Stadtteils beobachtet er bis heute. Das gucke ich mir an, vergleiche es mit früher, sofern es machbar ist, und freue mich nach wie vor dran. Die Fotos von Klaus Bedeker dokumentieren Stadtgeschichte, Vergangenheit und Gegenwart. Verfall und Wohnungsleerstand zu DDR-Zeiten in Schwarz-Weiß. Das sanierte Mitte von heute in Farbe. Gezählt hat Klaus Bedeker seine Fotos nicht, zu viele sind es. Der Großteil ist im Auftrag der Stadt entstanden. Erst zu DDR-Zeiten und dann im wiedervereinigten Deutschland fotografierte er für Berliner Wohnungsbaubehörden. Ab 1984 waren so eine Geschichte war, in der Stadt sollten in den Lücken Neubauten reingesetzt werden. Also bin ich losgegangen, habe erstmal die eventuellen Lücken oder die Häuser, die da standen, die also dem Abriss dann vorbereitet wurden, fotografiert. Oder aber ich habe natürlich auch die alten Häuser, die eigentlich in der DDR-Zeit saniert werden sollten, fotografiert im Altzustand. Alte und neue Fotos will Klaus Bedeker jetzt zusammenbringen in einem Bildband. Seit 6 Jahren ist er im Ruhestand. Inzwischen wohnt er nicht mehr in Berlin-Mitte, aber für sein Projekt kehrt er immer wieder in sein ehemaliges Wohnviertel zurück. Am Arkona-Platz war der Ostberliner ab 1973 zu Hause. Früher hatten die Häuser Außentoiletten. Das ist längst vorbei. Die Zeit hat noch mehr verändert. Die Wende hat hier eine ganze Menge bewirkt. Erst hat sie mal eine große Unsicherheit hineingetragen, weil ja dann urplötzlich das Thema kam, wem gehört die Häuser. Hat die Menschen also hier extrem verunsichert. Was wird aus meinem Haus, aus meiner Wohnung? Da kommt ein neuer Besitzer. Das war ein großes Kapitel. Und als das abgeschlossen war und die Häuser dann zurückgegeben waren und modernisiert wurde, kam die zweite Phase. Wie wird's mit der Mieterentwicklung? Die Preise stiegen und viele Mieter zogen aus. Mittlerweile wohnen hier vor allem Zugezogene aus anderen Stadtteilen oder Neu-Berliner. In den Straßen tummelt sich Verkehr, Geschäfte und Kneipe reihen sich aneinander. Klaus Bedeker interessieren auch die Hinterhöfe. Um dort hineinzukommen, hat er seine Tricks. Bedeker, Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte, ich möchte mal gerne auf den Hof. Ein Chronist im Hinterhof. Ich werde sehr häufig gefragt, was ich da zu suchen hätte beispielsweise. Also da ist Misstrauen da. Warum kommt denn der? Warum macht denn der das? Erst wenn ich es lange erkläre, warum aus dieser geschichtlichen Sicht heraus, es war mal so und nun wollen wir mal zeigen, wie es heute ist, im positiven Sinne zumeist gemeint, dann funktioniert es. In den Straßen rund um den berühmten Hackeschen Markt blieb fast kein Haus, wie es in den 80er Jahren war. Also hier die Rosenthaler 39 ist also die im Original übrig gebliebene Fassade, die noch den DDR-Charme in sich trägt. Und wie ich mitbekommen habe, ja auch so erhalten bleibt, also nicht verändert wird. DDR-Nostalgie verspürt Klaus Bedeker nicht, wenn er in der neuen Mitte nach seinen alten Motiven sucht. Vielmehr ist er froh, sagt er, dass mit der Wende Kapital kam und der Verfall gestoppt wurde. Mit viel Geld und Geduld wurde saniert. Zum Beispiel das alte Postfuhramt. Manch architektonischer Schatz wäre sonst verloren gegangen. Da ist sich Klaus Bedeker sicher. Der Wandel in Mitte geht weiter. Also ich hoffe, dass ich in 20 Jahren noch lebe und bis dahin weiter die Mitte verfolgen kann. Ich habe die nicht die letzten 20 Jahre Bundesrepublik verschlafen, sondern habe nach wie vor immer mal draufgehalten. An den gleichen Stellen und Orten. Und das will ich auch in Zukunft machen. Die fortlaufende Veränderung der Stadt. Eine Aufgabe, die Klaus Bedeker nicht mehr loslässt.